Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Diesmal wieder live kommentiert mit langgezogenen Vokalen und langgezogenen Kreaturen, die ganz plötzlich unsere Freunde werden. Dieser fette Fisch wurde an Land gespült. Wir werden auch sein Loot klauen. Er ist sowieso tot. Der ist bestimmt lecker. Diese Kreaturen sind ekelhaft. Roter Fisch schmeckt sicher hervorragend. Alles, was lebt und nicht gerade ein Dinosaurier ist, muss ein Fisch sein. Alles, was grün ist, ist ein Dinosaurier. Sorry, aber unsere Gehirne sind so klein, genau wie unsere... Die... Es lebt doch noch, lasst es am Leben. Roter Fisch schmeckt dich ja hervorragend. Nein. Wir haben diesen roten Fisch, blablabla. Was sind das für rote Kerne, die du da hast? Glutkerne klingt interessant. Tauschst du deine Glutkerne gegen den Fisch? Die klauen mir jetzt bestimmt die Glutkerne, um den Fisch zubereiten zu können. Klar. Nimm sie doch alle. Friss dich tot dran. Ersteck dran. Abgemacht. Mal sehen, wie die schmecken. Knack, Mampf, Mampf. Es brennt, damit hätte ich nie gerechnet. Diese Kerne besitzen die Form von Feuer. Aha. Jeder von ihnen hat einen genommen, aber ich habe nur einen verloren. Naja, Videospiele. Er steckt dran. Krepiert. Zu schade für euch, dass es hier kein Wasser gibt. Die hätten mich fast gefressen. Mein Name ist Dimitri. Ich kann nicht mehr schwimmen. Willst du irgendwo hin? Ich hätte gedacht, das wäre ein Nashorn. Oder etwas anderes in prähistorischer Form. Willst du irgendwo hin? Ich bin zwar gerade erst an Land gespült worden. Du darfst auf mir reiten. Oh ja, drücke A, damit ich zuschnappe. Ich bin außerdem ein toller Schwimmer, sogar Wasserfälle hinauf. Mit deinem Kraftarmband kannst du mich auch tragen. Ja, seine Körperform lässt definitiv darauf schließen, dass er ein hervorragender Schwimmer ist. Scheint ein Dinosaurier zu sein. Hätte ich bei dieser Insel nicht erwartet. Gut, damit haben wir... Noms. Oh, lecker. Noms. Krabbenfleisch. Noms, noms, noms. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Eine ganz leichte Anspielung. Wie versteht ihr da? Der SpongeBob guckt. Na, jetzt ist es aber einfach. Mal sehen, vielleicht können wir hier mit ihm irgendwas ausrichten. Nein, natürlich nicht. Er frisst einfach nur und ist ein Schwimmer. Was anderes hätte ich von einem roten Dinosaurier auch nicht erwartet. Dass sie schwimmen. Gut, wo wollen wir denn jetzt hin? Schau mal immer ins Menü. Nicht, das ist nicht das Menü. Das Menü ist vielmehr jenes, dieses eines, welches... Richtig. Auf dieser Insel gibt es laut den Zuschauern noch die Möglichkeit, einen Gegenstand zu tauschen. Den dürfen wir aber, auch auf die Gefahr hin, jetzt wieder Bullshit zu reden, nicht... Da können wir es, glaube ich, nicht tauschen, denn die Irrlichtuhr muss so woanders abgegeben werden. Und ich weiß auch wo. Ach ja, und apropos Herzen, der Hintergrund ist jetzt auch korrigiert. Da habe ich das letzte Mal nicht aufgepasst. Aber gut, dass es entdeckt wurde. So. Hui. Ich verirre mich zu weit draußen. Wir sind an Land. Nahezu. Nahe der Küste sind wir. Toller Schwimmer bist du. Naja, etwas anderes habe ich von einem gewöhnlichen Dinosaurier auch nicht erwartet. Und das ist nicht zu weit draußen, oder was? Mensch, diese Insel ist aber abgelegen. Die Welt in Wind Waker hätte man auch kleiner machen können. So käme man auch schneller überall hin. Noms. 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 Aha. Na, hier wird man doch definitiv einen guten Gascha-Kern einsetzen können. Bing. Komm später wieder. Gerne. So, wir müssen jetzt nördlich des Dorfes ins Gebirge, wenn ich mich recht erinnere. Suspekt. Schluck bloß nicht zu viel Wasser. Salzwasser vor allen Dingen.
Das ist überhaupt nicht schädlich. Wir sind da. Nun trennen sich unsere Wege. Auf Wiedersehen. Mhm. Tschüss. Ich schätze mal, einige von den Tieren kann man später noch rufen. Wir mussten ihn jetzt noch kein einziges Mal tragen. Daher doch meine recht weit aus dem Fenster gelehnte Vermutung. Ah, sehr schön. Dann komm mal her, Hexe. Komm her. Komm, flieg tief in mich rein. Rubina, die holen wir uns. Du schon wieder? Machst du das absichtlich, oder was? Dank dir ist mir alles aus der Tasche gefallen. Dafür nehme ich dir dein Zeug ab, Edge. Ich denke nicht. Herzen, nein. Meins. Du mieser Kleiner, das merke ich mir. Merke es dir. Komm ruhig wieder. Gut, dann werden wir jetzt erst einmal die Tauschquest fortsetzen. Die Irrlichtuhr mussten wir nicht an den Emo geben, sondern an den Postboten, der nicht hier wohnt. Der befand sich jedoch in der Vergangenheit, da wo die Zeit stehen geblieben ist und er daher nicht mehr weiß, wann er denn ausschwärmen muss. Dazu brauchen wir Jahre der Zeit, die wir mit großer Sicherheit noch irgendwann aufwerten können. Ach Mensch, na, auch die Gemini Trauer, das ist mir aber völlig egal. Die Tiere sind ja aber doch relativ glücklich. Obwohl Nairo in eine andere Dimension, Zeit entführt wurde. Zeitdimension! Zeit und Raum hängen zusammen, also will ich nichts von euch hören. So, der Postbote. Der wohnt nicht hier, ne? Natürlich wohnt er hier. Es geschieht immer genau das Gegenteil von dem, was ich annehme. Das ist schlimm. Ich will pünktlich die Post zustellen, doch dazu fehlt mir die exakte Uhrzeit. Leider funktionieren gewöhnliche Uhren am Tag nicht. Was? Er orientiert sich wahrscheinlich ständig am Stand der Sonne. Zeigst du die Irrlichtuhr? Ja. Tick-Tack, ein Zeitmesser. Oh, darf ich diese Uhr behalten? Sag nichts, ganz bestimmt darf ich. Dies wäre eine riesige Hilfe. Hier ist deine Belohnung. Nun muss ich aber zur Arbeit. Ich bin spät dran. Oh, bitte eine vollgeschissene Windel. Bitte eine vollgeschissene Windel. Ich kenne doch die Tauschquests in Zelda. Whee! Du erhältst ein Briefset. Wow. Wem wirst du nun schreiben? Keine Ahnung. Ein Briefset. Da ist ein Herz drauf. Du bekommst ein Herzchen. Weniger nennen ihn immer noch Empesturm. Mittlerweile spricht jeder vom schwarzen Turm. Vielleicht, weil er schwarz ist. Mehrere... Wollte irgendwas sagen. Ist egal. So, wir wollen jetzt wieder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nehme ich jetzt mal an. Ein Briefset für den Alten? Nein. Moment, wir können schwimmen. Wir können auch schwimmen, das ist gut. Können wir jetzt hier oben irgendetwas begehen? Nein. Trotz Schwimmflossen können wir keine Wasserfälle hochschwimmen. Das ist ja blödsinnig. Wozu brauchten wir eigentlich den Dinosaurier, wenn wir auch selber schwimmen können? Naja. Wasser ist zu tief, oder wie? Zurück in unsere Zeit. Der kam mir mit seiner Diamantspitzhacke noch immer nicht weiter. Er muss aufhören, Blöcke zu setzen, nachdem er sie abgebaut hat. So funktioniert Minecraft doch überhaupt nicht. So. Florian, Baumexperte, lass mich mal den Sprössling an. Haha, der Sprössling, weil Baumexperte. Florissa, was? Ernsthaft, Florissa? Oh, ich darf ihr erstes Kind benennen. Oh, weil ich mich so sehr darum schere, natürlich. Mal sehen, er soll natürlich zur Legende werden.
Was für einen größeren Helden als ihn gäbe es? Wahrscheinlich keinen. Es kann nur einer sein. Er, der in jedem RPG-Maker-Spiel auftaucht und die Hauptrolle einnimmt, der völlig overused ist. Es ist selbstverständlich. Der spielabstürzende Name K. Hooray! Bis gleich. Okay, damit sind wir wieder hier drüben. Und er berichtete mir, dieser schlaue Dinosaurier mit der Höhengröße einer Erbse, dass auch Wasserfälle hinaufschwimmen kann. Ah, und wir sehen natürlich, das ist kein gewöhnliches Wasser. Es ist Rätselwasser. Nein, es ist tiefes, wildes Wasser. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Wildes Wasser. Jedoch gibt es hier keine Wasserfälle. Schade. Nun denn. Egal. Und tschüss, Dinosaurier. Wir sehen uns sicherlich irgendwann einmal wieder. Gut. Oh. Noms, noms, noms. Die sind so schön würzig. Dann eben nochmal in die Vergangenheit. Hallo. Tschüssi. Nun ja. Es gibt wieder Cappuccino. Oh ja. So, haben wir irgendeinen ganz tollen neuen Gegenstand geerntet? Naja, wir haben die Blashupe. Das bringt uns allerdings auch nichts. Sicherlich irgendwo, aber mir fällt spontan kein Anwendungszweck ein. Außer Samen herumzuschießen. In die Gesichter anderer Leute. Hier wohnt bestimmt der Postbote. Ha, ich hatte recht. Hooray! So, jetzt haben wir das Briefset und jetzt werden wir nochmal versuchen, dem Kind einen Namen zu verpassen. In der richtigen Zeitepoche. Ich wollte sowieso wieder in die Gegenwart. Sprich, in die Zukunft des Gestern. Die Gegenwart. Vielleicht sträubt sich das Spiel auch gegen diesen Namen. Ich könnte es ihm nicht verübeln. Wir werden jetzt mal speichern. Sichern und fortsetzen. Sicher bin ich mir, dass ich sicher bin. Zum Fortsetzen. Moment, ich hätte mir vor der Aufnahme den Spielstand kopieren sollen. Für den Fall, dass wieder etwas passiert. Naja, jetzt ist es zu spät. Sand. Natürlich. Steinharter Sand. Dann ist das wohl Beton. Das Kind stirbt nicht. Mein Name ist Florissa. Dies ist mein erstes Kind. Ein gesunder Junge, mir fällt einfach kein Name ein. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Wie wirst du ihn nennen? Natürlich Florian Florensen aus Florida, wenn die Mutter schon Florissa heißt und der Name auch irgendwas mit Flor, glaube ich. Nein, das wird selbstverständlich. Wer könnte es mir verdenken? Klaus. Dein Vorschlag ist Klaus? Wenn ich genau drüber nachdenke, ist das ein bescheuerter Name. Mal sehen. Ein besserer Name als Klaus. Der es ist nicht der Standardheld des RPG Maker. Nein. Er ist nur völlig overused. Also die Figur des Valnar. Die Originalfigur mit blauen Haaren. Da bleibt doch eigentlich nur. Ja. Machen wir ihn einfach zu